Also es ist ein schlechtes Zeichen, dass ich Sie heute Morgen hier begrüßen darf. Es ist so, wissen Sie alle, dass am Freitag Mirza Zelimbegovic positiv getestet wurde, dass alle anderen Akteure, die in dieser Regeltestung sind, negativ waren. Es ist des Weiteren so, dass wir natürlich aufgrund des Positivtests die Regelmäßigkeit der Tests nochmal weiter erhöht haben, also täglich getestet haben. Bei der Testung gestern kamen allerdings heute Morgen ein paar unerfreuliche Ergebnisse. Das heißt, es wurden weitere Akteure positiv getestet, sodass wir Stand jetzt davon ausgehen, dass die gesamte Mannschaft plus Trainer und Betreuerstab eine Quarantäneanordnung bekommen wird. Das ist noch nicht der abschließend finale Stand. Es ist aber soweit besprochen mit dem Gesundheitsamt. Es fehlt einfach noch die formale Bestätigung. Das heißt ergo auch, dass morgen kein Spiel stattfinden wird. Und das heißt auch, dass der SSV Jahn Regensburg die nächsten zwei Wochen kein Spiel mit seiner Profimannschaft bestreiten wird. Und wir testen jetzt seit 11 Monaten regelmäßig und permanent jeden dritten, vierten Tag, hatten gar nie was. Ja. Und jetzt haben wir leider auf Basis der Infektion von unserem Trainer, der, das darf ich Ihnen auch sagen, leider, das hat sich dann im Nachgang am Lauf des Samstags rausgestellt, diese hoch ansteckende britische Virusmutante sich eingefangen hatte. Und so dass man davon ausgehen, dass deshalb vielleicht dann auch die Schutz- und Hygienemaßnahmen, die davor exzellent gegriffen haben, halt jetzt in dem Fall nicht mehr stark genug waren, um auch diese britische Mutante dann entsprechend abzuweisen.